Karin wird gesagt, sie sei zu dunkelhäutig, Freunde. Willkommen zu diesem neuen Video. In die Geschichte gehen wir gleich rein. Ganz kurze, wichtige Info. Heute ist ja Mittwoch. Übermorgen, 18 Uhr, also Freitag, der 16. Februar, 18 Uhr, kommt mein neuer Merch. Und zwar die Fridolin Oster Collection, Freunde. Und ich kann es kaum ausfassen. So, die Designs sind so geil. Der Merch ist so geil. Fridolin und ich sind so gespannt. Und ich hoffe, euch gefällt es auch. Freitagabend, 18 Uhr, wird es gedroppt, Leute. Und dann habt ihr eine Woche Zeit, euch den Merch zu holen, wenn ihr Bock habt. Oh, Freunde. Okay, wir gehen jetzt ins Video. Und ja, ihr seht schon, ich freue mich einfach darüber. Los geht's. Wow, das ist so ein schönes Kleid. Entschuldigung, was tust du da? Das ist mein Kleid. Oh, ich glaube... Hast du meine E-Mail nicht erhalten? Du bist heute Abend nicht Aschenputtel. Priya ist es. Du darfst eine der Stiefschwestern sein. Was? Okay, das scheint irgendwie so eine Theatergruppe zu sein, oder was? Und heute ist Priya die Aschenputtel, die so... Was? Ich bin nicht die Hauptrolle? Das kann doch nicht sein. Ich stehe mal nicht im Mittelpunkt, ich spiele nur eine Nebenrolle. Oh, immer diese Menschen, die immer im Mittelpunkt stehen müssen, ne? Das muss doch ein Scherz sein, oder? Jeder weiß, dass Prinzessinnen hellhäutig und nicht dunkelhäutig sind. Okay, jetzt wird sie hier auch noch rassistisch. Prinzessinnen können jede Hautfarbe haben. Also entweder nimmst du das oder du hast heute Abend keine Rolle. Das ist lächerlich. Boss, nee. Tut mir leid, dass ich... Deine Ansicht ist ein bisschen lächerlich und die ist ein bisschen veraltet. Wir leben in 2024 und Prinzessinnen können so aussehen, wie sie halt wollen. So, da gibt's keine Vorgaben. Hier reinplatze, ich weiß, es ist nicht gutes Timing, aber der Vermieter kam vorbei mit der überfälligen Mietnotiz. Entweder wir fangen bald an, mehr Tickets zu verkaufen oder wir werden nicht mehr lange im Geschäft bleiben. Vielleicht wird's ja mit dir besser. Ha. Gar kein Druck für sie. Das ist eine Menge Druck, ja. Aber wir müssen mehr Tickets verkaufen. Du bist die neue Hauptrolle. Du musst jetzt dafür sorgen, dass wir mehr Tickets verkaufen. Ich werde mein Bestes geben. Boss, lass uns gehen. Als ob. Du wirst uns eher Umsatzverlust bescheren. Du musst nicht so gemein sein, nur weil du heute Abend nicht die Hauptrolle spielst. Ja. Ich versteh's nicht. Ein indisches Aschenputtel? Ist egal. Ist doch völlig egal. Und ich glaube, es wird auch kein Zuschauer, vor allem bei so einem Theater, interessieren. Ja, bei diesen Disney-Filmen, da gab es ja so einen kleinen Aufschrei oder so, weil halt viele Menschen was anderes gewohnt waren. Aber Disney hat das für sich so durchgezogen und das ist natürlich völlig fein. Aber vor allem so ein Theaterstück, so, wie gesagt, hat Rassismus halt gar keinen Platz, Mädchen. Also das ist, da musst du vielleicht dir nochmal, nochmal Gedanken machen, ne? Das klingt lächerlich. Ich sollte dieses Kleid tragen. Nein, es dreht sich nicht nur um dich und du hast kein Anrecht darauf, jetzt dieses Kleid zu tragen, Mädchen. Also sorry, da muss ich dich leider enttäuschen. Und vielleicht macht es ja Priya sogar noch deutlich besser als du. Und die verkaufen sogar mehr Tickets und das Theater wird noch erfolgreicher. Pech gehabt, Mädchen. Au, Entschuldigung. Ich weiß, dass es unangenehm ist. Tja, wenn du blondes Haar hättest, wie Aschenputtel, würdest du keine Perücke tragen müssen. Die muss da rausgeworfen werden. Die ist höchst rassistisch, Leute. Mach dir keinen Kopf wegen ihr. Sie ist nur neidisch. Ja. Priya, schau mal, was ich dir mitgebracht habe. Halt, halt, was tust du da? Warum trägst du eine Perücke? Weil Aschenputtel blondes Haar hat, Mama, nicht schwarzes. Aschenputtel ist eine Prinzessin, richtig? Sie kann jede Haarfarbe haben, die sie will. Wie auch immer, ich habe mir für das Stück überlegt, wie wäre es, wenn du dieses indische Kleid tragen würdest? Was? Ma, nein. Willst du mich blamieren? Wie meinst du das? Du willst doch nicht wirklich das tragen. Mädchen, du hast nichts mehr zu sagen. Du spielst eine Nebenrolle, du machst einen Abflug und du lässt die hier alle mal in Ruhe machen. Du hast gar nichts zu sagen. Du machst hier mal einen Abflug. Oder? Und warum? Stimmt etwas nicht? Oh, nein, überhaupt nicht. Ich dachte nur, wenn Priya das trägt, dann sollte sie vielleicht auch auf ihrem fliegenden Teppich zum Ball fliegen. Das ist rassistisch. Okay, große Neuigkeiten, Leute. Ich habe gerade erfahren, dass jemand von der Creative Artist Agency die Show heute Abend besuchen wird. Was? Ist das dein Ernst? Das ist die größte Agentur der Welt. Dann musst du mich Aschenputtel spielen lassen. Nein, er hat da doch schon gesagt, Priya spielt heute Aschenputtel, nicht du. Nein. Wir haben keine Zeit mehr, weitere Änderungen vorzunehmen. Okay, Leute, es ist noch eine Stunde bis zum Vorhang. Wenn ihr heute Abend nicht auftretet, geht bitte ins Publikum. Hier, ich habe dir Chai und Paratha mitgebracht. Nein, Ma, ich will das nicht. Ich muss mich konzentrieren. Aber es wird dir Mama, helfen. Mama, bitte.
Ja, jetzt nervt sie da jetzt nicht mit Essen und Trinken, Mann. Sie muss sich jetzt wirklich konzentrieren. Also das muss ich jetzt auch sagen. Und mit dem Kleid und das Brücke, das kann man ja machen, wie man will. Also man kann beim Traditionellen bleiben und sagen, okay, Aschenputtel sollte blond sein. Das kann ja der Theatertyp für sich entscheiden. Das ist ja beides in Ordnung. Aber vielleicht kann es ja auch sehr erfolgreich sein, wenn man das Stück neu interpretiert. Also da kann man beides halt ausprobieren, ne? Da gibt's halt kein falsch und kein richtig so. Ja. Okay, Beta. Ich werde dich vom Publikum aus anfeuern. Und? Was hältst du davon? Priya? Mhm. Oh, sorry. Ich kann einfach nicht aufhören, daran zu denken, dass CIA hier ist. Aber die Perücke? Die Perücke sieht toll aus. Ist ein bisschen unangenehm, aber ich werde es schon schaffen. Prima. Viel Glück, Priya. Heute Abend. Dankeschön. Wow. Oh, bitte, sei einfach leise. Wenn sie noch einmal ihre dumme Klappe öffnet, dann knallt sie aber und dann werden Igel Fridolin und ich werden da richtig ungemütlich. Oder Fridolin, werden wir da ungemütlich? Richtig, da werden wir richtig ungemütlich. Also, sei jetzt einfach leise. Du siehst aus wie ein echtes Desaster. Kannst du mich bitte einfach in Ruhe lassen? Ja. Ich meine ja nur... Niemand will ein braunes Mädchen sehen, das auf der Bühne herumhampelt und vorgibt, eine Prinzessin zu sein. Du wirst bestimmt von der Bühne geboot. Weißt du was, Ashton? Du solltest dich bitte... Sie hat sogar Tränen in den Augen, sie verletzt das natürlich auch. Und dieses rassistische Mädchen, also wie kann man so respektlos sein? Einfach selbst weiterbilden. Priya, bist du bereit, dein Kleid anzuziehen? Oh, ja, bin ich, danke. Das Kleid sieht so schön aus. Schade. Was für eine Verschwendung. Lass dir nichts von dir sagen. Jetzt erst recht, Priya. Mach jetzt erst recht weiter. Lass dir nichts sagen. Ist kaum jemand hier. Ich weiß. Es sind mehr Schauspieler als Menschen im Publikum. Was sollen wir tun? Fangen wir bald okay, an. Leute. Oh nein. Der Saal ist leer. Es sind kaum Leute da. Es ist fast soweit. Also lasst uns... wo ist Priya? Als ich sie das letzte Mal sah, war sie gerade dabei, ihr Kostüm anzuziehen. Vielleicht hat sie kalte Füße bekommen. Lass mich doch das Aschenputtel spielen. Okay, danke, Ashton. Das ist sehr nett von dir. Aber wir haben... Oh, Priya, da bist du ja. Wow, wunderschön. Priya, du siehst umwerfend aus. Danke. Okay, ich bin bereit zu gehen. Okay, gut. Die erste Szene spielt sich also zwischen Priya und Ashton ab. Lass mir ein wenig Freiraum. Okay, auf die Plätze. Kommt schon. Los geht's. Schau. Ich will nicht, dass es zwischen uns Spannungen gibt, wenn wir auf der Bühne stehen. Ich wollte nur sagen, sorry. Wirklich? Wow. Das habe ich nicht erwartet. Das meint sie nicht ernst. Da ist irgendwie ein Haken. Sorry, das ist so unangenehm. Ja, lass mich dir helfen. Oh nein. Danke, Ashton. Oh nein, sie ruiniert ihr die Haare. Ich muss zugeben, dass ich mich in dir geirrt habe. Au! Ups! Es ist verrutscht. Abgefallen. Warum hast du das getan? Tut mir leid, es war ein Versehen. Oh, was ein ekliges Dreckstück. Okay, und Priya muss jetzt wahrscheinlich direkt auf die Bühne. Es gibt keine Zeit mehr, jetzt zu überlegen. Und jetzt macht sie wahrscheinlich ohne die Perücke. Wir müssen bald auf der Bühne stehen. Wie soll ich das noch hinkriegen? Oh, naja. Nein, ich fühle mich so schrecklich. Ich wünschte, es gäbe etwas, das ich... Mein Kleid! Oh nein, es tut mir so leid. Ich fühle mich so schrecklich. Ich kann nicht glauben, dass du das gerade getan hast. Ich sagte, es tut mir leid. Oh, ich bin schockiert. Was ein respektloses, dreckiges Verhalten. Ich bin schockiert. Sie ist von der positiven Seite. Wenigstens musst du dich nicht mehr auf der Bühne blamieren. Meine Tochter spielt hier mit. Sie spielt Aschenpudel. Sie ist der Star der Show. Das ist fantastisch. Wird da drüben Tee serviert? Oh nein, nein, ich habe meine eigenen mitgebracht. Möchten Sie etwas? Priya, wohin gehst du? Ich bin gleich wieder da. Priya, beruhige dich bitte. Was ist denn los? Sag mir, was ist passiert? Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich könnte niemals Aschenputtel sein. Was? Nein, lass dir nur nichts sagen von der. Mach doch jetzt einfach weiter. Zieh jetzt dein Ding durch und zeig's ihr, dass du es kannst. Eben nicht dann davon runterziehen lassen. Das ist doch genau das, was sie erreichen will. Und du lässt jetzt genau das zu, was sie erreichen wollte. Natürlich kannst du das. Du hast so hart hierfür gearbeitet. Ja. Ach, ich spreche nicht davon, wie ich spiele, Ma. Ich spreche davon, wie ich aussehe. Jeder weiß, dass Prinzessinnen hellhäutig sind. Nein, das ist nicht wahr. Doch, so ist es.
Schneewittchen hellhäutig, Aschenputtel hellhäutig und blondes Haar. Ja, das war früher in den Märchen so, aber das hat man ja nicht bewusst getan, sondern es war damals einfach so. Und das muss ja heute nicht mehr so sein. So, wir haben 2024 nochmal so. Dinge verändern sich, das muss man akzeptieren. Wir leben nicht mehr in, keine Ahnung, so. Punzel hellhäutig, Elsa hellhäutig. Was ist mit Pocahontas? Sie war dunkelhäutig. War sie nicht eine Prinzessin? Okay, gut. Vielleicht gibt es eine. Und was ist mit Moana? Die habe ich vergessen. Ja. Und Esmeralda aus der Klöckner von Notre Dame? Und Raya aus dem letzten Drachen? Mhm. Oh, und dein Favorit Jasmine aus Aladdin. Aladdin. Es ist halt vom Englischen übersetzt, Leute. Aladdin. Aladdin. Wir machen kurz die Grüße, Freunde. Grüße gehen raus an Tom, an Supra und an Ninja, wenn du im nächsten Video auch gefallen willst. Folgt mir einfach auf Instagram und schreibt mir eine Nachricht. Sie sind alle dunkelhäutige Prinzessinnen, oder? Du glaubst also wirklich, dass ich Aschenputtel sein kann? Ich glaube es nicht, ich weiß es. Denn Prinzessinnen können jede Hautfarbe haben. Danke, Ma. Na, gern geschehen, Beta. Jetzt lass uns gehen. Die Show fängt an. Beeile dich. Warte, was ist mit meiner Perücke? Du brauchst keine Perücke, Beta. Dein Haar ist wunderschön, so wie es ist. Aber was ist mit meinem Kleid? Es ist ganz schmutzig. Ja, dann zieh das Kleid an, was die Mutter mitgebracht hat. Nun, wir haben noch eine andere Möglichkeit. Warum dauert das so lange? Das sollte schon vor 10 Minuten anfangen. Wir können sie nicht länger warten lassen. Vielleicht sollten wir die Aufführung einfach absagen. Ich sagte dir doch, sie ist ein Fehler. Ich hätte auf dich hören sollen. Okay, gut, ich werde einfach da rausgehen und allen sagen, die Show ist abgesagt. Ich bin da, ich bin da. Oh, Priya. Was machst du? Warum bist du noch nicht fertig? Es tut mir leid, ich hatte eine kleine Fehlfunktion in meinem Kostüm. Aber ich kann so auftreten, wenn das für euch okay ist. Das kann ich dein Ernst? Naja, guck mal. Sie hat ja bisher die Hauptrolle gespielt und dieses Theaterstück wurde ja schon mehrmals aufgeführt mit ihr als Hauptrolle und das Theater ist leer. Also es hat sich herumgesprochen, dass es vielleicht nicht so gut ist oder dass es nicht empfehlenswert ist oder die Leute haben kein Interesse daran. Also für diese, wäre es doch jetzt, ist es doch eh, also das Theater kommt ja eh nicht so gut an und die verkaufen eh nicht viele Tickets, dann ist es doch jetzt eine Chance zu sagen, okay, ist ein gewisses Risiko, aber wir machen es jetzt einfach, weil schlimmer kann es ja nicht werden, so, ne? Wenn das jetzt eh schon sau beliebt wäre und so und sie sich den Ruf kaputt machen können, dass es den Leuten nicht gefällt, so, dann besteht natürlich ein gewisses höheres Risiko, aber so, es gibt auch gar kein richtiges Risiko, weil die können auch eh nichts verlieren. So, macht es jetzt, versucht es und vielleicht kommt es ja sogar richtig gut an bei den Leuten. Weil das was Neues ist, eine neue Interpretation. Und weil die Priya vielleicht auch eine viel bessere Schauspielerin ist. Sein. Aschenputtel hat keine schwarzen Haare. Aber jetzt halt die Klappe, und trägt echt kein indisches Kleid. Wer sagt das? Fridolin, ja. Fridolin trampelt hier unten mit seinen kleinen Patscherchen schon. Der wird auch ganz wütend gerade. Ja, ist ja gut. Ich sag, wir gucken jetzt einfach, wie Priya das macht und dann kriegt die andere schon ihre Strafe davon, ja? Reg dich nicht auf, Frido. Reg dich einfach nicht auf. Kann der Kartenverkauf gerade nicht schlechter werden? Eben! Das, was ich sag, der Kartenverkauf kann gar nicht schlechter werden! Denn probiert es doch jetzt einfach mit Priyas Interpretation, mit ihrem Kleid und so weiter. Und mit dunklen Haaren, das ist doch... Das, glaub mir, das kann klappen. Okay, was soll's? Machen wir es. Was? Aber du kannst doch nicht... Doch kann er. Du hältst jetzt einfach mal deinen Rand, Mädel. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir haben heute Abend eine... Oh, da sind wirklich nicht viele Zuschauer. Es sind 8 Stück. Und hinten sitzt einer mit Handy. Das ist wahrscheinlich das der von der Profi-Agentur. Ja. Ganz besondere Aufführung. Ein Aschenputtel, wie Sie es noch nie gesehen haben. Ja. Oh, tatsächlich 9 Leute sogar. Mhm. Wahnsinn. Das ist meine Priya. Das ist meine Priya. Es war hier irgendwo in der Nähe. Ich nehme an, du suchst das hier? Und jetzt sag mir, hast du es gestohlen? Nein, das wurde mir gegeben. Dir gegeben? Nein, nichts wird einem jemals gegeben. Für alles muss man zahlen, zahlen, zahlen. Nein, das ist nicht wahr. Weißt du, Freundlichkeit ist umsonst. Liebe ist umsonst. Jetzt, wo sie sich selbstbewusster denn je fühlt, gibt Priya oder Aschenputtel ihre bisher beste Vorstellung. Mm. Als das Stück zu Ende ist, oh, die Leute sind begeistert, gibt das Publikum stehende Ovation.
stehende Ovation. Standing Ovation. Nennt sich, gibt es das Wort Ovation in Deutsch? Alle sind so aufgeregt, aber niemand mehr als Priyas Mutter. Begeistert. Die übersetzen das ein bisschen falsch, nicht aufgeregt, begeistert. Schnell spricht sich das neue, braunhäutige Aschenputtel mit schwarzem Haar herum. Die Nachricht verbreitet sich und es kommen immer mehr Menschen zu dem Stück. Und jetzt verkaufen sich die Tickets auch besser. Es dauert nicht lange, bis alle Plätze ausverkauft sind. Ist sogar noch ein Erfolg für Stück. Es ist kein einziger Sitz mehr frei. Wahnsinn. Der Regisseur kann es nicht fassen. Der hat nur die Dollarbills in den Augen. Der hat nur die Dollarzeichen in den Augen. Und dann bekommt Priya einige Wochen später Besuch von einer unerwarteten Person. Oh, wahrscheinlich von der Agentur, dass sie ein Profi-Theater-Label oder eine irgendwie Hollywood oder so unter Vertrag. Keine Ahnung, ihr wisst schon. Oder eine Filmagentur. Bist du bereit? Für alles, solange es mit dir ist. Meine Prinzessin. Und die Mutter guckt natürlich jedes Stück, weil sie ganz stolz ist. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, meine Damen und Herren. Wenn Sie an Merchandise interessiert sind, erhalten Sie die... Ey, ich sag doch, er hat nur die Dollarbills in den Augen. Kauft Merchandise. Wie ist am Verkaufsstand? Du warst heute Abend umwerfend. Glaubst du wirklich? Ja, und ich hab mir gedacht, ob du vielleicht mal was essen gehen willst? Ja, ich will... Oh, er fragt sie zum Date. Und die Blonde, die ist natürlich sehr eifersüchtig dann, weil sie, glaube ich, ihn auch ganz gut findet. Das glaube ich nicht, weißt du? Auf der Bühne bist du ein Prinz. Aber nicht im wirklichen Leben. Außerdem hat sie Dahl und Nahen zu Hause. Du kannst also gehen. Oh, eine overprotective Mutter. Eine überbeschützerische Mutter. Lass sie doch ein bisschen. Sie ist doch auch nicht mehr 5. Und wenn sie gerne... Sie kann doch mal mit ihm auf ein Date gehen. Also das finde ich jetzt nicht schlimm. Es tut mir leid. Ma, was? Warum hast du das getan? Ja. Er war doch nur nett. Du kennst die Regeln. Du triffst dich nicht, bevor du verheiratet bist. Okay, das ist dann natürlich auch so kulturelle Hintergründe, dass sie erst heiratet, wenn sie... oder erst jemand daten darf, wenn sie ihn auch heiratet. Du warst so gut. Wirklich? Ja. Guter Versuch. Also guter Versuch. Tolle Show heute Abend. Oh, danke. Und Sie sind? Oh, sorry. Chris Meyer. Ja, ich bin mit Creative Artists Agency. Ich hätte gehofft, ich... Hi, Chris. Hi. Ich bin Ashton. Ashton, ich glaube, er ist nicht so interessiert an deiner schauspielerischen Leistung. Ich weiß nicht, ob du die früheren Stücke gesehen hast, aber ich war das Aschenputtel. Großartig. Eigentlich hätte ich gehofft, dass ich mit Priya sprechen kann. Sie so. Er so, so richtig abgebildet. Er so großartig. Und jetzt zum Wichtigen. Was? Aber sie sieht nicht aus ja, wie... Ja, ja, natürlich. Ja, aber komischerweise, Ashton, war bei dir das Theater leer und bei Priya ist das Theater voll. Ich bring dich zu ihr, Chris. Kein Problem. Hey, Priya. Hier ist jemand, der dich kennenlernen will. Hallo. Hallo, Priya. Ich heiße Chris. Ich bin von CAA und wir sind eine Talentagentur. Oh mein Gott, ich weiß, wer ihr seid. Ach, super toll. Das macht die Sache viel... Oh, Ashton, sie zermürbelt sich gerade vor Neid und vor Eifersucht. Oh. Einfacher. Ich beobachte deine Auftritte schon eine Weile und habe mich gefragt, ob du zu uns kommen willst. Ist das ein Scherz? Ja, natürlich, das war schon immer großartig, mein Traum. Großartig, toll. Vielleicht können wir uns zusammensetzen und reden. Oder vielleicht wir drei? Wir können zusammen dann die Details besprechen. Ja, sehr gern. Fantastisch. Die Mutter ist sehr, sehr vorsichtig für ihre Tochter. Ich muss fragen, du bist in aller Munde. Wie bist du so schnell aufgestiegen? Nun, sagen wir, ich hatte meine eigene gute Fee an meiner Seite. Oh, Beta, das ist so lieb. Danke dir. Das schreit mir nach einem Grund zum Feiern. Beta? Heißt das Tochter auf Indisch oder was? Wieso nennst du sie Beta? Weiß ich jetzt nicht. Wie wäre es also mit etwas Chai? Ja. Oh, nehme ich gern. Oh, Sie möchten auch? Bitte, ja. Okay, sicher. Oh. Oh nein. Also, das ist natürlich nicht gut, was da gerade passiert ist, aber ich will jetzt auch nicht sagen, dass es unverdient ist. Obwohl, sie hat gerade schon eine heftige Abfuhr bekommen von dem Manager. Ja, und jetzt ist auch noch ihr Kleid dreckig und sie wurde vollgeschüttet mit Chai. Ja, aber unverdient ist es nicht. Es tut mir so leid. Fridolin, hör auf, dich zu freuen. Ich merke seine kleinen Patscherchen, wie er sich freut darüber.
Nein, die hat jetzt Chai abbekommen über ihr ganzes Kleid und über ihren ganzen Körper. Aber sie hat sie schon verdient. Ich kann das nicht glauben. Sie sagte, es tut ihr leid. Und es war wirklich ja keine Absicht. Bei Ashton ist der Unterschied, es war Absicht, als sie das Kleid von der Priya vollgeschüttet hat. Das tut mir leid. Schon okay. Sollen wir weiterreden? Ja. Halt, nicht bevor wir noch etwas Chai trinken. Ja, natürlich. Priya, darf ich ein Foto mit dir machen? Ja, klar. Schönes Kleid übrigens. Danke. Meine Schule führt ein Aschenputtel-Theaterstück auf und ich überlege mitzumachen. Aber dieses Mädchen in der Schule meinte, ich sei zu dunkelhäutig, um eine Prinzessin zu sein. Glaubst du, dass das wahr ist? Nun, wenn ich eines gelernt habe... Sie hat genau das gleiche, die gleiche Situation. Dann, dass Prinzessinnen jede Hautfarbe haben können. Und ich glaube, du wärst ein wirklich hübsches Aschenputtel. Wow, ich danke dir so sehr. Das werde ich nie vergessen. Danke. Die ersten Fans hat sie auch. Ja, was eine Geschichte mit einem Happy End, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Seid gespannt, Freitag 18 Uhr. Merchandise, Freunde. Es wird wild. Fredo und ich sind freuen uns total. Hier könnt ihr mich ansonsten auch abonnieren. Hier ist mein Instagram. Hier sind zwei andere coole Videos. Checkt sie ab. Vielen Dank fürs Anschauen. Jeden Tag neues Video hier bei El Mago, wisst ihr. Und ja, ciao, ciao.